Muss ich, nachdem die Homeoffice-Pflicht jetzt aufgehoben wurde, wieder ins Büro? Oder habe ich sogar ein Recht darauf, im Büro zu arbeiten? Das klären wir gleich und wir gucken auf die Mietpreise in Augsburg. Die steigen hier inzwischen schneller als in München. Ich bin Lisa Pausch, es ist Freitag, der 2. Juli. Hallo und guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. In Augsburg sind die Mietpreise in den vergangenen 5 Jahren um 22% gestiegen. Das zeigt eine neue Studie des Immobilienverbands Deutschland. Damit stiegen die Mieten bei uns noch schneller als die in München. Dort legten die Preise im gleichen Zeitraum um 18% zu. Im Großen und Ganzen habe sich der Immobilienmarkt mit Blick auf die Mieten aber entspannt, sagte Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Dafür gibt es wohl 3 Gründe. Zum einen wurde in den großen Städten mehr gebaut, zum anderen sind mit der Corona-Krise weniger Menschen aus anderen Ländern, zum Beispiel nach München, gekommen. Gleichzeitig sind auch die Umzüge innerhalb Deutschlands zurückgegangen. Dass die Mieten in Augsburg jetzt schneller steigen als die in München, könnte, so Vogtländer, auch daran liegen, dass in München und im Umland inzwischen ein Limit erreicht ist und Mieten verlangt werden, die sich BürgerInnen nicht mehr leisten können. Die Preise für den Kauf von Wohnungen und Häusern steigen in Bayern weiter stark. Allein im Jahr 2020 um 11%. Laut Vogtländer ein Indiz dafür, dass nach der Corona-Krise wohl auch die Mieten wieder anziehen werden. Der Augsburger Polizist, der die grünen Politikerin Claudia Roth beleidigt hatte, wurde jetzt zu einer Geldstrafe von 4.400 Euro verurteilt. Angeklagt war der 53-Jährige allerdings für mehr als 33 Posts, Karikaturen, Bilder und Videos mit Äußerungen gegenüber den grünen PolitikerInnen Anton Hofreiter, Claudia Roth, Renate Künast, Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir. Er hatte die Beiträge auf seinem öffentlichen Facebook-Account geteilt. Dort bezeichnete er die PolitikerInnen in Verbindung mit einem Affenkopf wahlweise als, Zitat, Arschloch oder hohl. Alle Posts, bis auf den, wegen dem er jetzt verurteilt wurde, hatten Bezug zu politischen Themen, auch zu Migrations- und Flüchtlingspolitik. Die Staatsanwaltschaft sah darin unter anderem Volksverhetzung und hatte eine Bewährungsstrafe von 14 Monaten gefordert. Die Richterin sah das anders und verwies auf die Meinungsfreiheit. Die Äußerungen seien zwar geschmacklos und nicht schön, rechtlich aber hinzunehmen. Wenn ein Sachbezug zur Politik bestehe, müssten Politiker und Politikerinnen derartige Ansichten hinnehmen. Nur in dem Post zu Claudia Roth sah die Richterin eine strafrechtlich relevante Beleidigung, weil da der Sachbezug fehlte und der Angriff stattdessen auf das Persönliche der Politikerin abzielte. Der Angeklagte hatte ein Foto von einem Pferdehinterteil und von Claudia Roths Gesicht gepostet mit dem Kommentar »Die Kraft von Make-up vorher und nachher«. Damit ist der Fall aber wohl noch nicht abgeschlossen. Er wird für ein Berufungsverfahren ans Landgericht gehen. Zum Augsburger Bürgerbegehren Fahrradstadt jetzt gibt es Neuigkeiten. Die Initiatoren, nämlich der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, das Forum Augsburg Lebenswert und die Fridays for Future Bewegung, hatten bis zum Herbst letzten Jahres 15.000 Unterschriften gesammelt und fordern mehr Sicherheit für Radler, mehr Radwege und Abstellplätze sowie eine Meldestelle für Schäden an Radwegen. Eigentlich waren die Unterschriften dafür gedacht, einen Bürgerentscheid voranzubringen. Doch jetzt haben sich die Initiatoren nach einem Jahr Verhandlungen mit der Stadt geeinigt. Es wird zwischen beiden Parteien einen Vertrag geben, erstmal für 5 Jahre, in dem Einzelmaßnahmen festgehalten sind, die die Bedingungen für RadfahrerInnen verbessern sollen. Die Details werden am Montag bekannt gegeben. Und damit ein Blick auf das Wetter. In Augsburg scheint heute bis auf ein paar wenige Wolken den ganzen Tag die Sonne und es bleibt trocken bei 11 bis 20 Grad. Seid ihr eigentlich noch im Homeoffice oder schon wieder jeden Morgen im Büro? Gestern ist ja das Gesetz zur Bundesnotbremse ausgelaufen und es gibt noch viele offene Fragen. Muss ich jetzt wieder ins Büro, auch wenn ich eigentlich lieber zu Hause arbeiten möchte? Oder aber habe ich im Gegenteil ein Recht auf mein Büro, auch wenn mein Arbeitgeber mir noch nahelegt, zu Hause zu bleiben? Mein Kollege Michael Stifter, Leiter vom Ressort Politik und Wirtschaft, hat hoffentlich Antworten auf diese Fragen. Er hat sich das ganze Thema Homeoffice mal genauer angeguckt. Hallo Michael. Hallo. Muss ich jetzt zurück ins Büro? In erster Linie wird dein Arbeitgeber dich nicht zwingen, ins Büro zurückzukommen, wenn er nicht sicherstellen kann, dass du dich nicht ansteckst. Da hat er ein Interesse dran, weil du bist ja eine wichtige Arbeitskraft und du selber natürlich erst recht, weil es geht ja um deine Gesundheit. Deswegen wird kaum ein Arbeitgeber
Arbeitgeber jetzt seine Mitarbeiter zwingen, wieder ins Büro zu kommen. Aber es ist jetzt keine Verpflichtung mehr durch den Staat und es wird natürlich auch Arbeitgeber geben, die sagen, es gibt bei uns keine große Ansteckungsgefahr oder gar keine. Wir sorgen dafür, dass es keine gibt. Und dann werden natürlich sukzessive die Menschen auch wieder in ihre Büros zurückkommen. Allerdings glaube ich, dass diese Zeit im Homeoffice sehr vielen Unternehmen gezeigt hat, dass viel mehr möglich ist, als man vielleicht dachte. Also diese alte Ausrede geht nicht, die ist, glaube ich, Vergangenheit. Es haben viele Unternehmen gezeigt, was machbar ist, wenn es sein muss. Und ich glaube, viele haben auch festgestellt, dass es auch im Interesse der Firmen sein kann, wenn die Mitarbeiter solche Homeoffice-Lösungen nutzen können. Es wird ja auch günstiger, weil dann weniger Büroräume angemietet werden müssen, oder? Oder ist das kein Hauptargument? Das ist ein Argument. Es ist ein Argument, über das viele Unternehmen tatsächlich nachdenken. Brauche ich wirklich so viele Arbeitsplätze bei mir vor Ort? Muss ich wirklich ein ganzes Stockwerk oder zwei ganze Stockwerke in einem Haus mieten, um meine Mitarbeiter hier zu beschäftigen? Das ist eine wirkliche finanzielle Größe auch für viele Firmen. Gleichzeitig muss man natürlich auch organisieren, wie man das hinkriegt, dass immer ein Teil zu Hause ist, ein Teil in der Arbeit. Da stehen viele Firmen noch eher am Anfang. Und gesetzlich ist da jetzt noch nicht groß was geregelt. Wird es in Zukunft flexibler und wird es dann auch gesetzlich festgehalten? Bislang gibt es kein Gesetz, das es regelt. Es gibt allerdings jetzt erstmal die Kraft des Faktischen. Viele Unternehmen haben es einfach gemacht. Viele Mitarbeiter haben es einfach gemacht. Es war da eine sehr, sehr pragmatische Herangehensweise in den letzten Monaten, in den letzten eineinhalb Jahren. Vieles war provisorisch, vieles war am Anfang etwas chaotisch, aber sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten haben sich in den meisten Fällen recht gut drauf eingestellt. Die Frage ist ja jetzt, wie geht es langfristig weiter? Wie geht es auch weiter ohne Pandemie? Und da gibt es durchaus Forderungen aus der Politik, die sagen, es sollte sogar ein Recht auf Homeoffice geben. Wir haben für unsere Berichterstattung mit der SPD-Chefin Saskia Esken gesprochen und sie sagt, jeder Mitarbeiter, jeder Beschäftigte sollte das Recht auf 24 Tage Homeoffice im Jahr bekommen. Und wir wollen das auch, wir als SPD wollen das auch gesetzlich regeln. Und ich meine, damit ich im Homeoffice einigermaßen gut arbeiten kann, muss ich mir vielleicht einen anderen Stuhl anschaffen, muss ich mir Monitore anschaffen. Wird sowas dann auch gefördert vom Arbeitgeber oder vom Gesetzgeber? Ich bin sicher, dass diese Diskussion sehr bald kommen wird, denn ich habe es gerade erwähnt, die meisten Beschäftigten haben sich jetzt auf dieses Provisorium eingelassen. Wir sind da alle reingeworfen worden ins kalte Wasser. Auch wir in der Redaktion hätten wir uns niemals vorstellen können, dass die komplette Redaktion zu Hause arbeitet. Wir haben immer davon gelebt, dass wir hier uns austauschen, dass wir diskutieren, dass wir zusammenkommen. Und plötzlich saß jeder in seinem Kämmerlein zu Hause. Das funktioniert über eine gewisse Zeit ganz gut. Aber es hat natürlich nicht jeder ein Arbeitszimmer mit einem toll eingerichteten Arbeitsplatz, es hat nicht jeder einen großen Bildschirm, einen bequemen Stuhl mit Federung, wo man auch irgendwie dann ein paar Stunden sitzen kann, ohne Rückenschmerzen zu bekommen. Und diese Diskussion wird jetzt natürlich, wenn es kein Provisorium mehr ist, sondern wenn es um langfristige Lösungen geht, aufkommen. Und da wird der Staat, da werden die Unternehmen auch in der Pflicht sein, ihren Beschäftigten zu helfen, die Voraussetzungen zu schaffen, dass sie zu Hause einigermaßen gleichwertig arbeiten können wie in einem Büro. Und was passiert, wenn mein Arbeitgeber jetzt sagt, ach, passt eigentlich ganz gut mit dem Homeoffice, machen wir mal weiter so. Gibt es ein Recht auf Büroarbeit? Auch das ist eine Frage, über die man sich unterhalten muss. Es gibt Arbeitsverträge und es kann in deinem Arbeitsvertrag drinstehen, dass du dieses Recht hast. Es kann aber auch was anderes drinstehen. Die meisten von uns haben ihren Arbeitsvertrag nicht so genau im Kopf, dass sie das jetzt sofort beantworten können. Aber ich glaube, es ist gerade für Arbeitgeber ein sehr wichtiger Punkt, künftig hier auch flexibel zu sein. Denn wir sprechen sehr häufig vom Fachkräftemangel und vom Wettbewerb um die besten Köpfe. Und ich glaube, ein Unternehmen wird in Zukunft noch viel mehr daran gemessen, wie flexibel es seinen Mitarbeitern die Arbeit ermöglicht. Und deswegen wird jedes Unternehmen schon in dem eigenen Interesse, um seine Mitarbeiter zu halten, um gute Mitarbeiter zu bekommen, hier auf die Beschäftigten zugehen, ihnen Angebote machen und pragmatisch und flexibel reagieren. Danke für das Gespräch, Michael. Sehr gerne, Lisa. Was sonst noch wichtig wird? Ab sofort sind die Krisendienste in Bayern rund um die Uhr erreichbar. Fachkräfte unterstützen Menschen in psychischen Krisen sowie deren Angehörige und Bezugspersonen und vermitteln bei Bedarf direkt an medizinische oder psychosoziale Stellen. In besonders dringenden Fällen können mobile Teams die Anrufenden auch direkt vor Ort aufsuchen. Die kostenfreie Rufnummer lautet 0800 655 3000. Die Nummer findet ihr auch in den Shownotes.
Der FC Augsburg ist ja gestern in die Vorbereitungen auf die neue Bundesliga-Saison gestartet. Trainer Markus Weinzierl hofft jetzt noch auf Neuzugänge, um etwa den Wechsel von Rani Khedira zu Union Berlin wieder wettzumachen. Dabei hat der Trainer den U21-Europameister Niklas Dorsch im Blick. Der spielt derzeit in Belgien. Außerdem wurde der frühere Abwehrspieler Christoph Janker befördert und ist jetzt Leiter der Lizenzspielerabteilung. Er soll Profis und Nachwuchs verbinden und die Kaderplanung vorantreiben. Und damit zu einer Meldung aus München. Im Restaurant Hugos am Promenadeplatz hat eine Schweizer Firma jetzt einen Goldautomaten aufgestellt. Es gibt also keine Kaugummis, keine Haargummis oder Kaubonbons, sondern Gold to go. Der Automat enthält kleine Barren Gold zu 1 Gramm, 2,5 Gramm, eine Achtel, einer Viertel, einer halben und einer ganzen Unze. Der jeweils geltende Preis wird online alle 60 Sekunden neu festgelegt. Und den kann man dann auch ganz easy per Karte bezahlen. Wie praktisch. Mal eben nach Feierabend den Goldbarren für die Hosentasche ziehen. Es gab in München übrigens schon mal so einen Automaten von einer deutschen Firma. Die ist aber 2014 insolvent gegangen. Also dann doch nicht so wahrscheinlich, dass das Modell jetzt auch in anderen Städten Schule macht. Und damit bin ich raus für diese Woche. Ich bin Lisa Pausch. Ab Montag ist meine Kollegin Greta Prünster vor dem Mikro. Danke fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen mit freundlicher Unterstützung von Hitradio RT1. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.